Aloha zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zu MyGM-Mode, die Serie auf meinem Kanal, die ja immer montags kommt, also einmal in der Woche, aber in letzter Zeit habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Schande über mein Haupt, aber das wollen wir jetzt abändern. Es gibt zwar in dieser Episode kein Gameplay, trotzdem wird es ein paar grundlegende Veränderungen geben und eins kann ich euch sagen, mittlerweile ist es tatsächlich ein bisschen schwer, überall hinterher zu kommen mit dem Aufnehmen. Ich habe jetzt Ferien und genieße die Zeit ein bisschen und möchte nicht ganze Zeit zocken und das ist dann manchmal ein bisschen so eine Art Zwiespalt, aber ich kriege das schon irgendwie gebacken, hau die Serie jetzt voll krass raus und dann gucken wir mal weiter. Gerade haben wir die Conference gesehen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Magic, also ich, 12 Siege und 15 Niederlagen auf dem Konto. Jetzt sind es 13 Siege und 16 Niederlagen. Derweil bin ich noch im MyGM-Level ein hochgegangen. Jetzt Level 14, habe gar nicht gesehen, was ich da gewählt hatte. Es gibt noch nicht so krasse Auswahlmöglichkeiten. Ich meine, Level 14 ist ja auch nur ein Klacks, aber ich habe schon ein bisschen simuliert und die nächste Partie steht an gegen die Grizzlies aus Memphis und Sibo ist momentan Rebound-Führender in der Liga. Daher gibt es nochmal eine Warnung vom Head Coach. Ich habe mich nochmal darauf eingestellt in der Coach-Spieltaktik. Die erste Hiobs-Botschaft erwartet uns dann hier. Zwar nicht so krass, aber unser Backup-Center Kelly Olynyk, aka der Elb, aka Legolas, mit einer Schienbeinverletzung bis 2 Wochen, habe mich hier entschieden, ihn trotzdem in der Rotation zu behalten mit ein paar wenigen Minuten, um ihn halt trotzdem noch einsetzen zu können. Mal schauen, ob das gut geht. Und dann gibt es die erste große Veränderung. Ich habe schon so darüber geplaudert und mich darüber beklagt. Unser Head Coach Jack Warren, der wird jetzt endgültig gefeuert. Diese Plakette ist echt hardcore nervig, dass er die Moral nach unten reißt, wenn man mal verliert. Da seht ihr sie auf dem roten Hintergrund. Also links gibt es 2 blaue Plaketten, die sind immer positiv und dann diese rote. Und das zieht immer heftigst den oder die Moral des Teams runter und auch seine Werte sind nicht die besten. Und wir verpflichten Gabriel Taylor, nicht unbedingt hardcore die Verbesserung, weil unser Budget da noch nicht so ausreicht. Aber den möchte ich jetzt erstmal bis zum Ende der Saison behalten und dann schauen wir weiter. Also ich habe immer noch nicht eine feste Richtung im Blick, wie das Ganze hier aussehen wird. Aber ich bin meistens ja so ein krasser Visionär, ein richtiger Revolutionär, möchte ich fast sagen. Nein, Quatsch. Ich versuche einfach nur hier, mich irgendwie zu rechtfertigen. Auf jeden Fall, die Presse fragt hier nochmal nach, ob ich da Eigentümer abgesprochen habe, diesen Coachwechsel. Hab da gesagt, nein, habe ich nicht. Das gibt Pressevertrauen und -2 bei Steven Klein. Aber wir sind noch im Vertrauen über 90. Das heißt, das kann ich mir erlauben. Und dann kommt etwas, was richtig viele gefordert hatten, beziehungsweise nicht gefordert, das klingt zu harsch. Nein, man hatte mich darauf angesprochen, ob ich nicht Zach LaVine nach Orlando holen kann. Und ich hatte überlegt, ja, nein, ich habe schon viele Shooting Guards, aber er kann ja auch auf der 1 spielen. Und dann fiel mir ein, 1 da, mein Backup, das ist Elfrid Payton, der gefällt mir überhaupt nicht. Da hatte mir jemand mal gesagt, dass der richtig gut wird, dass der die First-Pass-Mentalität richtig auslebt, also richtig viele Assists hat, aber von wegen. Der ist grottig, ich spiele auch nicht gerne mit dem und dann gibt es noch einen Spieler, den ich gar nicht mal so toll finde und das ist Aaron Gordon. Der kann auch nichts richtig, der kann nur dunken, der ist im Post eine Lusche, der reboundet nicht gut, seine Werte habe ich mal überprüft. Also 2 vermeintliche Top-Rookies gehen bei mir flöten und ich hole mir Zach LaVine, habe mir noch den Buddinger geholt, weil das Ganze sonst nicht geklappt hätte, aber der hat nur noch ein Jahr Vertrag, das heißt nächstes Jahr ist der weg. Das heißt Zach LaVine ist da. Und Payton und Gordon sind gegangen. Vielleicht meint der ein oder andere, dass ich da zu viel abgegeben habe. Aber wie gesagt, ich versuche mal mit Weitblick zu schauen. Und Payton und Gordon haben sich überhaupt nicht entwickelt jetzt, seitdem wir die Serie gestartet haben. Guckt euch Wiggins an, der ist schon über 80. Und die Werte sprechen dann, glaube ich, eine ganz eindeutige Sprache. Mal schauen, wie sich das im Endeffekt alles auswirken wird. Aber noch leben wir ja in der Gegenwart, wo sich unser Eigentümer Steven Klein zu Wort meldet. Der sagt erstmal, dass wir auf einem guten Weg sind. Damit meint er, glaube ich, eher die Finanz. Also wir schreiben schwarze Zahlen. Und die nächste Forderung ist, dass Al Jefferson, aka Big Al, eine Moral
von über 40 beibehalten soll. Ich soll dazu Sorge tragen und das werde ich auch machen, weil Big L halt ein wichtiger Bestandteil ist. Und dann guckt euch das an, 3 Siege in Folge. Wow, und das noch nicht mal gegen schlechte Gegner. Trailblazers, Pelicans und dann Spurs. Und bei den Spurs gibt's was Unfassbares. Guckt euch das an. 89 zu 53 wurden die Spurs jemals bei 53 Punkten gehalten. Guckt euch das dritte Viertel an, 26 zu 5. Das ist nicht zu fassen. Was hatten die Spurs denn da für einen Tag erwischt? Leonard, der Einzige, der da irgendwie ein bisschen was gemacht hat. 12 Punkte ist eigentlich auch lausig. Ja, und bei uns, bei den Magic, lief es wie am Schnürchen. Thomas mit 23 Punkten, T. Jones mit einem Double-Double. Also, das darf doch nicht wahr sein. Man kann die Spurs vielleicht mal schlagen, auch wenn es schwer ist, aber nicht so. Da fehlten mir echt die Worte, als ich das gesehen habe. Und ja, das wird, glaube ich, nie wieder vorkommen. Gucken dann weiter in den Spielerstatistiken. Ich gucke ja immer mal wieder bei den Statistiken halt allgemein vorbei. Und wir sehen, dass das ausbalancierte Scoring immer noch beibehalten wird. Levine legt nämlich auch 12,9 Punkte im Schnitt auf. Ich bin mal gespannt, wenn das erste Gameplay kommt, was der Typ für Dunks auspacken wird. Ich lasse mich nicht zu sehr hypen, aber ich bin wirklich gespannt, wie man mit dem am eigenen Controller so agieren kann. Aber wir gucken uns erstmal die Teamfinanzen an. Wir sehen nicht zugewiesene Gelder. 4,2 Millionen, das Budget wurde gerade erhöht. Ich habe es aber tatsächlich in dieser Episode versäumt, die einzuteilen, aber das ist prinzipiell ja auch nicht schlimm. Die zukünftigen Free Agents, auch interessant für uns, weil wir immer noch die Option haben, dass wir vielleicht Big L dann nicht mehr behalten wollen. Ich habe ihn ja nur einen 2-Jahres-Vertrag angeboten, aber ganz ruhig mit den jungen Pferden, weil es sind schon heftige Namen auf dem Markt, aber ich glaube, der Großteil wird bei den jeweiligen Teams nochmals unterschreiben, wenn ich Anthony Davis tatsächlich kriegen würde. Aber das wird natürlich nicht vorkommen. Trotzdem, es sind viele Namen unterwegs auf dem Markt, aber ich sagte bereits, nicht viele werden letztendlich übrig bleiben. Spielerverträge hatten wir gerade kurz angesprochen. Big L verdient jetzt noch 18,4 Millionen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsvertrag. Aber ich habe ja die Klausel eingebaut und nur 2 Jahre habe ich ihm gegeben. Nächstes Jahr sind es nur noch 17,6 und man könnte ihn prinzipiell immer noch traden. Man müsste halt nur einen finden, der ihn abnehmen möchte. Buddinger hat nur einen Jahresvertrag, also 5 Millionen. Die sind dann weg von unserem Cap Space. Und der Rest ist eigentlich nur so Kleingedöns. Insbesondere da Wiggins noch im Rookie-Vertrag ist. Oladipo noch im Rookie-Vertrag. Levine ist noch im Rookie-Vertrag. Also das hat alles Weitsicht. Das könnt ihr mir glauben. Ja, ich hoffe, dass es letztendlich alles wert ist, was ich hier tue. Talentscouting auch ein Aspekt. Wir haben ja, glaube ich, noch einen Pick für die First Round. Könnte auch sein, dass ich keinen habe. Weiß ich gar nicht. Trotzdem wollte ich mal vorbeischauen. Carlos Alvarado, Power Forward, zu 63% gescoutet. Und laut Draft Express wird er die Nummer 1. Der letzte große Akt in dieser Folge wird sein, einen Free Agent zu verpflichten. Ich habe auf der Small Forward Position keine gute Rotation. Wiggins spielt 30 bis 35 Minuten, kriegt kaum Entlastung, trifft auch irgendwann nicht mehr seine Würfe, teilweise echt keine gute Wurfquote, weil mein Backup Small Forward, glaube ich, nur knapp 69, 70 hat. Der Marble heißt der, glaube ich. Marble oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht der Ersatz, den ich mir da wünsche. Und deswegen hole ich mir Dorrell Wright. Das ist ein reiner Werfer und das brauche ich auch auf der 3. Weil Wiggins noch nicht den Jumper hat, den ich mir wünsche und er halt noch in der Entwicklung ist. Deswegen hole ich mir hier einen Veteran. Mit seinen 30 Jahren wird Wright hoffentlich für Entlastung sorgen. Und wir sehen, dass wir immer noch ziemlich durchschnittlich sind mit unserer Bilanz. Das wird, glaube ich, auch erstmal so bleiben. Ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwie in die Playoffs kommen. Das wird wichtig sein, damit die jungen Spieler ein bisschen nach oben steigen. Denn Playoffs und Erfahrung, das ist mal ganz wichtig. Klar, es ist nur virtuell, aber ich versuche es halt realistisch zu halten. Ich glaube, im Endeffekt wird sich eine Playoff-Teilnahme nicht heftigst auf die Ausbildung oder die Weiterentwicklung der Spieler auswirken. Trotzdem, ich möchte da unbedingt rein. Dann rufen gegen Ende nochmal die Pistons an. Isaiah Thomas und Fournier gegen Jennings und Spencer Dinwiddie. Wow, was für ein Name. Aber nichts, was mich wirklich interessieren würde. Und das war's prinzipiell für die Episode. Haben einiges geschafft. Ich hoffe, dass wir jetzt so weitermachen können, dass wir ein bisschen erfolgreicher sind mit einem neuen Coach und mit einem neuen Roster.